Katharina Herz, beliebte Gesangsinterpretin und versierte Moderatorin. 1996 wurde sie als hoffnungsvolle Nachwuchsinterpretin bei der Talente-Show Herzklopfen kostenlos im Pößnecker Rosental von Heinz Quermann entdeckt. Durch das Team der Talente-Show gefördert, gelang ihr ein rasanter und überaus erfolgreicher Karrierestart. Erfolgsproduzent Günther Berle holte Katharina gemeinsam mit Trompeter Thorsten Benkenstein in sein Münchner Studio. Anschließend ging es in ihrer Karriere steil bergauf. Als Duo gewannen sie die volkstümliche Hitparade, die Schlagerparade der Volksmusik und wurden schließlich sogar Jahressieger in der Endausscheidung der Superhitparade der Volksmusik. Sie schafften es dreimal auf den Kaiserthron, bei der Jahreswahl zum Musikantenkaiser in Achims Hitparade, was keinem anderen Künstler bisher je gelungen ist. Die Auszeichnung mit der goldenen Stimmgabel war ein weiterer großer Höhepunkt auf Katharinas Karriereleiter. 2008 konnte Katharina Herz ihr 10-jähriges Bühnenjubiläum feiern und kehrt nun 15 Jahre nach ihrem erfolgreichen Bühnenauftritt zu Herzklopfen kostenlos zurück. Herzklopfen kostenlos TV sprach mit Katharina Herz über ihre Karriere. Katharina, wie bist du 1996 eigentlich zur Herzklopfen kostenlos gekommen? Also bei mir war es so, das war ja 1996, da hat meine Mutter in unserer Tageszeitung einen ganz, ganz kleinen Artikel zum Aufruf zu Herzklopfen kostenlos gelesen, den ausgeschnitten, mir in die Hand gedrückt und gesagt, Mensch Mädel, du singst das doch so schön, sie liebt dieses Memory aus dem Musical Cats so sehr. Und sie hat gesagt, du singst das so schön, vielleicht willst du dich da doch mal bewerben. Tja, und das habe ich dann gemacht und getan. Ich wurde angenommen, was mich natürlich sehr gefreut hat. Also bin ich damals nach Pößneck in den Rosengarten gefahren und habe dort meinen Auftritt absolviert. Das weiß ich noch wie heute. Es war sehr aufregend, aber es war auch wunderschön. Und schon damals war ein großes Publikum da und viele, viele Leute, die diese Show einfach sehen wollten. Welche Erinnerungen hast du an deinen Bühnenauftritt bei Herzklopfen kostenlos? Also für mich war es eine ganz neue Erfahrung, in einem Talentewettbewerb dieser Art mitzumachen. Ich habe vorher durch meine Gesangsausbildung öfter Wettbewerbe wie Jugend musiziert oder Gläserne Harfe mitgemacht und dort auch immer gut abgeschnitten. Aber diese Art von öffentlichem Auftritt vor so großem Publikum war für mich schon etwas Neues. Es war eine Herausforderung, die ich gerne angenommen habe. Ich weiß noch, dass es ein strahlend sonniger Tag war, wie sich das für Herzklopfen kostenlos gehört. Und dass es auch für mich sehr schön war, Heinz Quermann einmal persönlich kennenzulernen. Ja, und der Auftritt lief eigentlich sehr gut. Ich war sehr zufrieden. Naja, und am Ende hat es ja auch etwas gebracht. Wie wurdest du anschließend gefördert? Ja, nach meinem Auftritt bzw. dann beim Finale war ich natürlich sehr glücklich, dass es der Jury und den Zuschauern sehr gut gefallen hat, mein Auftritt. Und somit kam es, dass das Team um Andreas Dornheim, dem Kopf von Herzklopfen kostenlos sozusagen, mich weiter vermittelt hat zu verschiedenen Veranstaltungen in der Region und auch überregional. Und zu einer dieser Veranstaltungen wurde damals der Produzent Günther Berle eingeladen, der ja auch für das Nabteil-Duo Patrona Bavaria geschrieben hat. Und er hat mich dort gesehen, fand mich sehr gut, hat mich am nächsten Tag angerufen und hat mir einen Plattenvertrag angeboten. Und das war sozusagen mein kleines Märchen, das wahr geworden ist. Dann kam der große Erfolg. Ja, dieses Märchen, das ging dann natürlich weiter. Günther Berle hat dann überlegt, was man musikalisch machen könnte, in welche Richtung man mich produzieren könnte. Und er hatte zu dieser Zeit auch den Trompeter Thorsten Benkenstein aus Pößneck unter Vertrag und kam dann auf die Idee, für Thorsten und mich ein Lied gemeinsam zu schreiben. Dieses Lied war damals Addio. Ich habe es gehört und habe sofort eine Gänsehaut bekommen. Es war ein unheimlich toller Song.
Was dann kam, war natürlich Studioaufnahmen, Fotoaufnahmen. Für mich ganz neue Dinge, das alles zu erleben, war wirklich richtig toll. Tja, und dann wurde es eingereicht bei verschiedenen Hitparaden. Und wie durch ein Wunder, was wir nie geglaubt hätten, ist dieser Titel bei Caroline Reiber damals auf Anhieb auf den ersten Platz gekommen. Vorher waren wir noch beim Grand Prix der Volksmusik, beim Vorentscheid. Dort hat es nicht ganz gereicht aufs Treppchen, aber das war unser erster gemeinsamer Fernsehauftritt. Und als wir dann bei Caroline Reiber den ersten Platz gemacht haben, dann ging es Schlag auf Schlag. Und das Allergrößte und Schönste war wohl, dass wir 1998 die Super-Hitparade der Volksmusik gewonnen haben. Das war diese Hitparade, in der die Sieger des Jahres nochmal gegen die Sieger angetreten sind. 1999 gab es dann die Goldene Stimmgabel. Gemeinsam mit Thorsten wurde ich dreimal zum Musikantenkaiser gekürt. Und es folgten unheimlich traumhafte Jahre und insgesamt immerhin 4 CD-Alben, die wir gemeinsam erfolgreich auf den Markt gebracht haben und veröffentlicht haben. Tja, und das wäre ohne Herzklopfen kostenlos alles nicht möglich gewesen. Es folgten viele Auftritte im Fernsehen. Ja, mittlerweile kann ich insgesamt, man mag es kaum glauben, auf über 150 TV-Auftritte zurückblicken. Natürlich sehr viele gemeinsam mit Thorsten Benkenstein, aber nach 6 Jahren, die wir zusammen auf der Bühne gestanden haben, haben wir uns dann ja entschieden, getrennte Wege zu gehen. Ich habe mein Studium beendet. Ich habe nebenbei, muss man eigentlich sagen, in Weimar noch Operngesang studiert, also klassischen Gesang, und habe das auch immer machen wollen und immer durchgezogen, obwohl es zeitlich manchmal relativ schwierig war. Ja, und dann habe ich mich natürlich wieder ganz der Schlagermusik gewidmet, habe ein erstes eigenes Soloalbum herausgebracht, damals mit einem Produzenten aus Hamburg, mit Bernd Joos, der viele Jahre für Linda Feller auch tätig war. Und jetzt sind wir gerade dabei, haben ganz viele neue Titel aufgenommen für ein neues Album. Das wird den Titel Die Liebe lebt tragen. Das passt zu mir, das passt zu meinem Leben. Und ich kann eigentlich nur sagen, dass ich unheimlich glücklich bin, dass meine Mama damals diesen klitzekleinen Ausschnitt gefunden hat, der Anstoß für eine so wunderbare Karriere war, auf die ich jetzt schon zurückblicken kann. 13 Jahre sind es jetzt her, dass ich den ersten Fernsehauftritt hatte und 15 Jahre, dass ich bei Herzklopfen kostenlos war. Ich bin sehr dankbar, dass mir diese Chance damals gegeben wurde. Und vielleicht ist es auch die Chance für ganz viele wunderbare neue Talente, die jetzt da draußen zuschauen. Klopfen kostenlos. Die Talente-Show. Präsentiert von Ihrer Kreissparkasse Saale-Orla, der Stadt Neustadt an der Orla und dem Veranstaltungsbüro Andreas Dornheim.